Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, will anscheinend seinen Posten als Landrat aufgeben. Karl-Heinz Sundheimer, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreis Ahrweiler, sagte gegenüber dem SWR, dass Pföhler einige Fraktionsvorsitzende im Kreis Ahrweiler telefonisch darüber informiert habe, dass der Landrat vor wenigen Tagen einen Antrag auf dauerhafte Dienstuntauglichkeit gestellt habe. Somit würde Pföhler das Amt räumen und dem nachkommen, was die Parteien gemeinsam gefordert hatten, seinen Rücktritt. Es gibt neue Quarantäneregelungen für Schulen in Rheinland-Pfalz. Künftig soll nicht mehr die gesamte Klasse in Quarantäne, wenn es um einen Corona-Fall geht. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern geeinigt. Somit werden in Zukunft nur noch enge Kontaktpersonen, wie etwa der Sitznachbar, sich isolieren müssen, doch nach 5 Tagen sollen sich die betroffenen Personen frei testen können. Zudem soll bei einer akuten Infektion in einer Klasse vorübergehend mehr getestet werden. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat ihren 5-tägigen Streik pünktlich um 2 Uhr am Dienstagmorgen beendet. Dies sagte ein Sprecher der Bahn. Nach der Beendigung des Streiks erwartet die Bahn im weiteren Tagesverlauf innerhalb der Region einen weitgehend normalen Schienenverkehr für Pendler und Bahnreisende. Der Betrieb sei am frühen Morgen planmäßig angelaufen, doch trotz dessen könne es weiterhin bei vereinzelten Zügen zu Verspätungen oder Ausfällen kommen, so der Bahnsprecher weiter. Kunden der Bahn wird empfohlen, sich vor Fahrtantritt genauestens über die Website, die App oder telefonisch im Informationszentrum zu informieren, ob der Zug planmäßig fährt. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.